Hallo und willkommen zu einer weiteren neuen Adventure-Let's Play-Reihe von einem nicht ganz so neuen Spiel. Journey of a Roach. Jetzt muss ich mal gerade nachgucken, wann das veröffentlicht wurde. Ist schon eine ganze Weile her. Das stammt auf jeden Fall, oder gepublished ist es von Dedelic. Entwickelt ist es von Dedelic und von Kobold Games. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Anteile da jeweils sind. Und rausgekommen ist es schon 2013. Ja, und ich mache jetzt hier dieses Adventure-Let's Play noch nebenher, weil ich bin im Moment noch Fallout am Spielen und ich bin Expeditions Viking am Spielen. Aber dadurch, dass ich im Moment ein bisschen meine Urlaubstage noch am Verballern bin, spiele ich mehr, als ich quasi so auf YouTube gleichzeitig online stellen will, von einem gleichen Spiel. Und ja, deshalb fange ich jetzt hier nochmal ein weiteres Spiel an, was aber sehr, sehr klein ist. Also soweit ich das verstanden habe, ist das vielleicht 3 bis 7 Stunden und dann sollte das Spiel hier auch schon wieder durch sein. So, wir schauen uns erstmal wieder die Optionen an. Lautstärke, Musik, Effekte, das habe ich schon alles ein bisschen runtergedreht. Das war vorher alles auf Maximum und die Musik ist ein bisschen, naja. Ja, dann Anleitung können wir uns angucken. Da sind die Tasten. Ja, ist jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär. Das ist Gym, das ist Boot und da haben wir das Inventar und Tagebuch, ja, und Controller. Schön, dann machen wir mal ein neues Spiel. Wir sind eine Kakerlake. Eine sehr große Kakerlake anscheinend. In der Postapokalypse. Da dürfen natürlich auch Fässer mit radioaktivem Müll nicht fehlen. Hat so ein bisschen was von Death of the Tentacle, das Intro. Außer dass die Musik so gar nicht meinen Geschmack trifft. Das hier ist. Das klingt sehr psycho. Wie heißt die? Aha. Oh Gott. Das können wir jetzt anklicken. Oder ist das im Inventar? Nö. Ah!
Die sind ja schon so ein bisschen dumm. Aha. Los. Schlüssel. Aha. Inventar, Schloss, Schlüssel. Was? Was ist denn das für ein Symbol? Mhm. Aha. Laufen wir mal weiter. Oh. Da liegt wieder so eine Made rum. Hebel. Leertaste. Oder einfach anklicken. Das? Da brauchen wir wohl noch einen Gegenstand für. Hallo Raupe. Da haben wir einen Knochen. Aber wenn wir den mal nicht... Oh. Loop. Was sagst du? Na gut, dann setzen wir mal diesen Hebel da ein. Okay. Es ist auch nicht mehr so ganz gesund aus. Oha. Fletch. Können wir den auch noch retten? Ne? Da müssen wir wohl irgendwas finden, um ihn loszuschneiden oder so. Ein Pümpel? Naja, dadurch, dass das der einzige Gegenstand ist, den wir haben. Scheint aber nicht. Achso, zu weit weg. Da können wir nicht vorbei. Können wir das hier nehmen? Aha. Na dann, können wir die beiden kombinieren? Jawohl. Tada! Dann kommen wir jetzt dran, oder? Zählt nicht? Oder was will er mir damit sagen? Hatten wir hier noch Leber oder so irgendwo? Leertaste kann man rausgehen.
Ah, okay, aber das ist auch eine Hotspot-Anzeige. Also da hinten ist was. Im Schrank. Ja. Jetzt kombinieren wir das. Ja, ja, das habe ich schon gemerkt. Jawohl. Ja, es ist ein bisschen ungünstig. Oh oh. Und jetzt? Ach, das ist eine Karte. Aha. Aber was können wir da jetzt machen? Da ist ja auch gar nichts. Hä? Aber wir können. Ah, ja, okay, klar. Eine sehr interessante Spinne. Die sind aber komisch. Was haben wir hier? Ein Flugizeug. Was ist das? Keine Ahnung. Da haben wir noch was. Können wir uns damit zerschreddern lassen? Ne. Okay, dann anscheinend müssen wir da was hinhängen, damit die dann da reinfliegt. Ja, das war möglicherweise schon das Richtige. Oder müssen wir die kombinieren? Können wir mit der reden? Ah, was haben wir denn da? Eine Nähmaschine? Aha. Bräuchte man Garn für? Kann die mir das nicht geben?
Da. Oben haben wir noch was. Ne, das ist die... Doch, da hinten. Aber da kommen wir so nicht hin. Müssen wir da hochkrabbeln. Dann. Okay. Aha. Dann packen wir das Garn mal in dieses Dingen da rein. Na, das hat ja funktioniert, aber. Er scheint ein bisschen verwirrt damit zu sein, oder? Ist einfach nur zu blöd dafür? Oder was will er mir damit sagen? Das hier muss ja aber schon richtig sein, irgendwie. Bin mir nicht ganz sicher, was mir das Bild da sagen soll. Gleich einmal das hier drückt und dann schnell. Ne. Kombinieren kann man die auch nicht. Naja, da ist es jetzt ein Futtertrog oder was? Ich weiß nicht genau, was das darstellen soll, was ich da gesammelt habe. Ich würde ja eigentlich tippen, dass man die Sachen irgendwie zusammennähen muss, aber... Okay, was haben wir denn sonst noch hier? Da haben wir noch was. Ein Nagel. Mhm. Ich kann diese Wand aber nicht hochlaufen. Wieso kann ich diese Wand nicht hochlaufen? Das verstehe ich nicht ganz. Ah, okay, aber so geht's. Na gut. Ups. Da haben wir eine Made. Da ist jetzt irgendwas abgestürzt. Ja, aber das können wir nicht mitnehmen. Vielleicht, dass wir das da jetzt dran bauen müssen. Damit haben wir jetzt die Nadel dran. Will er immer noch nicht. Aber, wieso nicht? Sehr hilfreich. Also wir haben da jetzt... Der will ja alles nicht. Also solange das in Bewegung ist, will er da nichts mit benutzen. Aber... Wieso kann ich denn das Garn da... Oh, das habe ich irgendwie gar nicht gesehen. Kann ich das denn da nähen? Auch nicht.
Aha. So, der springt jetzt da hoffentlich rein. Wenn wir den Weg verbauen. Plutsch! Aha! Haben wir dich. Rein da. Aha. Ist das Katzenfutter? Mhm. Bis man das aufmacht, kann man das vielleicht auch damit aufmachen? Das kann man jetzt da reinhauen. Dann greifen wir uns den. Dann hauen wir den auch da hinten rein. Aha. Was? Kaktus gleich Fliege. Oh, was ist denn da? Da haben wir noch einen Eimer. Die Sachen sind ein bisschen locken auf ein bisschen auf die falsche Fährte. Die waren ja für nichts da bisher. Also wir haben diesen Spaten da oben. Das war also so falsch nicht. Boxhandschuhe. Aha. Aha. Haben wir sonst noch Objekte? Den Trichter. Ein Pinsel. Toller Schlüssel. Der muss ja da rein. Der passt nicht so ganz. Wieso denn nicht? Der passt aber ja auch nicht. Da fehlt doch was. Okay. Nehmen wir die nochmal mit. Da kann man sicherlich was mit dem Waschmittel machen. Und dann würde ich ja normalerweise sagen, dass man da was verkleinern muss oder so, dass da was eingeht. Was? Mhm. Blubber, blubber, blubber. Thank you.
Okay. Da müssen wir anscheinend den Kleister auf die Tür schmieren, damit die dann da stecken bleibt. Aha. Aber dich, Mistfliege. Diese war jetzt ein bisschen anhänglich. Diese Boxhandschuhe, die können wir auch nicht wieder ausziehen. Das hier ist ein Trichter. Sehr clever. Okay. Dann werden wir die auch mal gerade. Oh, da kann man auch durch. Auch mal gerade wegbringen. Aber da tut sich nichts mehr. Das heißt, mit dem restlichen Kram müssten wir den Tresor aufbekommen. Damit kann man nichts mehr machen. Ja, okay, dann müssen wir jetzt mal gucken. Das muss da rein. Mhm. Okay, dann muss man sich das zusammenbauen. Das sollten wir doch hinbekommen. Also der hier passt da. Passt rein. Da fehlt nur oben dieses Dingen. Das geht nicht. Das haben wir voll. Was zuerst? Das ist eine Frage der Reihenfolge dann, oder? Meins. Okay, dann haben wir dann die letzte Fliege. Das sind zwei Wege. Hallo? Weiß nicht recht, was du da willst. Was?
Aha. Das sieht ja gefährlich aus. Knopf drücken ist immer gut. Fernbedienung. Da kann man. Doch, kann man wohl. Da kann man so nicht vorbei. Irgendwie nicht sehr hilfreich. Wird einem ja schlecht. Nein, da können wir aber auch nicht durch. Doch, kann man wohl. Ein Geld. Aha. Ey, ja, ja, ja. Was willst du? Vielen Dank. Und ich keine Ahnung habe. Vielleicht um da. Das eben sah ja so aus wie eine Milchflasche. Können wir aber nichts mitnehmen. Da ist noch was. Ja, 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 ja. Okay, machen wir hier erstmal ganz kurz eine Speicherung. Schau mal hier. Das ist schon verhältnismäßig groß jetzt hier. Da oben haben wir eine Zigarre, die wir mitnehmen können, glaube ich. Was meinst du? Aha, ein sehr seltsames Schaf. Ein Schafhund. Kapott. Was meinst du? Die will Musik. Ah, aber die Kurbel haben wir ja. Ja, es ist ja sehr schön. Woppel. Kommen wir da irgendwie runter? Ja. Krabbel, Krabbel, Krabbel. Die können wir mitnehmen. Mo. Ist das eine Batterie?
Ah, ist das, da kann er benutzen, los? Ne. Kühn! Hm, der muss sich verkleiden, oder was? Aha. Oh, ein dreiköpfiger Affe, wenn das nicht mal eine Anleihe zu Monkey Island ist. Genau. Sie hinter dir, ein dreiköpfiger Affe. Der ist voll abgelenkt jetzt. Okay. Snacks? Vielleicht Milch? Dann müssen wir also noch mit irgendwas kommen. Achso, Milch quasi da rein? Nee. Was soll denn das darstellen? Okay. Sollen wir uns eine Batterie bauen? Anscheinend nicht. Was sagt er? Das war kaputt, oder? Gucken wir mal, ob wir da noch was machen können. Macht doch keinen Sinn. Können wir von irgendwo anders aus vielleicht den Hund ansteuern? Nicht den. Wir müssen schon daneben stehen. Oder so. Ich sehe jetzt hier zumindest spontan nichts mehr. Gehen wir nochmal zurück. Da war ja noch einiges. Geld hatten wir auch keins. Okay. Moment. Da war die. Das scheint eine Art Aufzug zu sein. Können wir das jetzt nochmal anmachen? Schon, aber was nutzt uns das? Aha, die hat uns jetzt das hier gegeben, oder wie? Können wir das vielleicht mit dem Hund benutzen? Dum 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 dum. Da war ich aber jetzt auch noch nicht. Ah. Hm?
Was können wir jetzt hiervon stibitzen? Dem macht das nichts. Schöne AK. Ja, jetzt müssten die doch reinkommen. Den müssen wir wahrscheinlich was im Automaten kaufen. Aha. Es wird wahrscheinlich ein Teil von unserer Verkleidung sein, die wir dann brauchen. Damit ist das jetzt an. Aha. Dann können wir das hier sicherlich umwerfen, oder? Nein. Oh, was haben wir da bekommen? Schokolade, das können wir am Tisch verwenden. Wieso können wir das hier nicht wackeln lassen? Naja, egal, dann machen wir das so. Ah. Die sind verschwunden. Okay. Oh, der ist hier. Okay, dann nehmen wir erstmal die Wolle mit dem da. Anscheinend nicht. Können wir die da dran machen? Nö. So, die hatten was von Schokolade gesagt. Hütchenspiel. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, worauf das Wir können jetzt hier ja nichts machen, deshalb bin ich mir nicht so ganz sicher, wie mir das weiterhelfen soll. Der hat also so ein Ding da. Ja, es ist jetzt links, ja. Rechts, Mitte, links. Der betrügt doch! Vielleicht können wir mit dem auch noch spielen, dass der was anderes will. Aha. Und den können wir halt mit dem Affen ablenken dann. Hey.
Oh oh, das ist aber gemein. Mhm, ein Holzbein. Wenn jetzt die Musik, müssen wir das wieder zusammenbauen da hinten? Hm. Haben wir die Schoki wieder mitgenommen? Was passiert denn jetzt, wenn wir hier? Guck. Was sollen wir mit einem Holzbein machen? Vielleicht können wir das da hinten reinbauen. Ne, ich glaube der da. Ah, das ist eine Schatzkarte oder was? Das hier ist Schrott, meint er. Können wir das Ding vielleicht anzünden? Was dieses Glas darstellen soll, weiß ich auch nicht recht. Also die brauchen jetzt irgendwie Musik, aber wo soll ich denn jetzt Musik herbekommen? Das war, der meinte doch Schatzkarte, genau. Hier hast du deine Schatzkarte wieder. Sehr hilfreich. Hätte mir ja ruhig danken können. Ist okay, wir haben irgendwas gefunden. Ein noch ein Glas. Aber was sollen wir jetzt damit anfangen? Da hinten war eine Küche. Vielleicht können wir da irgendeinen Schrott reinpacken. Öl, können wir Öl? Hm? Ne. Das hier werden wir wahrscheinlich drehen müssen, damit wir diesen Rauch da in die andere Richtung pusten. Da ist leider nichts mehr. Vielleicht. Oh. Nom nom nom. Vielleicht gab es da noch was anderes. Mit der Kamera können wir auch nichts machen. Ja, das macht doch alles ziemlich wenig Sinn. Mit dem Ding habe ich noch nichts Sinnvolles getan. Was ist denn mit dem? Es scheint ein bisschen geknickt zu sein. Ah!
Damit haben wir die Farbe geändert. Okay, ich denke mal, damit hat das den Sinn, den Zweck auch schon erfüllt. Moment, da können wir was mitmachen? Nee. Das ist doch ein Pirat. Da hast du deinen. Und wieso können wir das hier wieder anmachen? Das muss doch auch einen Sinn haben. Ja, und der will irgendwas? Bier oder was? Ach ne, den haben wir eingetütet. Aha. Das geht nicht. Was? Glühwürmchen? Ja, Strom irgendwie, aber... Das heißt, wir müssen den runterbekommen, um da dran zu kommen, oder wie? Von den Medaillen können wir auch nichts nehmen, oder? Nee. Das ist alles noch nicht so wahnsinnig hilfreich hier. Ich guck mal, ob ich hier noch woanders hin konnte. Da. Da komme ich her. Was wollte die jetzt? Nix. Aber die lassen es nicht durch. Dummerei. Aha. Boah, ja. Da unten ist noch so eine Made. Ist wahrscheinlich nur ein Easter Egg zu Harveys neue Augen. Da komme ich wieder dahin, wo wir eben auch schon waren. Ja.
Es ist anscheinend kaputt. Lässt sich aber auch nicht viel machen. Ja, ich glaube, hier sind wir jetzt auch überall gewesen. Dann bräuchte ich jetzt irgendwo noch mal. Wieso können wir das nicht einfach nehmen? Können wir das einschlagen vielleicht? Alles nicht so hilfreich. Da bräuchten wir Geld oder so. Ah, da sind andere neue Rotorblätter drin. Da ist kein Bier drin oder so. Können wir auch nicht einschlagen. Na gut, da hingucken können wir ja, aber. Musik, aber wie soll man an Musik kommen? Also nochmal kommen. Einfüllen. Anleimen. So, etwas will. Dann geht auch nix. Naja. Hätte auch keinen Sinn gemacht. Na gut, dann werde ich hier auch erstmal speichern. Und dann werden wir beim nächsten Mal weiterschauen. Auch wenn ich jetzt hier gerade echt keine Ahnung habe, was man denn hier noch machen könnte. Na gut, dann. Was hatten wir denn eigentlich von dem bekommen? War das dieses Ding da? Konnte man das jetzt mitnehmen? Naja, gut, wie gesagt, mache ich mal Schnitt und dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dann!